Hallo bei Android Pit. Wenn ihr euch fragt, hinter was für einem Stapel von Geräten ich mich hier verstecke, das sind 15 OnePlus 5. Beziehungsweise jetzt eigentlich nur noch 14, denn eines davon durfte Benjamin mit nach Hause nehmen. Wie es dazu kam und was wir mit den ganzen Telefonen gemacht haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran! Gemeinsam mit OnePlus haben wir von Android Pit, nämlich hier in Berlin, als exklusiver Medienpartner die deutsche Shot on OnePlus Academy veranstaltet. Inklusive Kamera-Workshop, Fotosafari und Foto-Wettbewerb. Und am Ende war es dann eben Benjamin, der mit diesem Foto die meisten Stimmen der rund 50 Teilnehmer für sich gewinnen konnte. Nicht nur das Siegerfoto war eindrucksvoll, sondern auch die Aufnahmen der anderen Teilnehmer. Einmal natürlich in künstlerischer Hinsicht und in Sachen Bildkomposition, aber auch in puncto Bildqualität der Kamera. Auf der Veranstaltung hatten wir hierzu ein kleines Experiment durchgeführt. Hierbei konnten die Teilnehmer nämlich auch OnePlus 5 Fotos nicht von Spiegelreflexbildern unterscheiden. Dazu mehr auf androidpit.de. Da verwundert es auch nicht groß, dass viele der Handyfotografen ihre Spiegelreflexkamera oft zu Hause lassen, denn die Ergebnisse des OnePlus 5 und ihrer anderen Smartphones, die sind denen der großen ausgewachsenen Kameras, zumindest in vielen Situationen, inzwischen ebenbürtig. Ich habe zwar eine alte Kamera, aber das ist nicht ganz so gut, weil das einfach das Smartphone besser geeignet. Auch wenn am Ende dann nur einer der Fotografie-Enthusiasten ein Smartphone mit nach Hause nehmen durfte, hatten doch alle Anwesenden beim Workshop mit Profi-Fotograf Jörg nicht viel übers Fotografieren gelernt. Und natürlich durfte letztendlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Insbesondere beim Fotowalk quer durch die Hauptstadt und der anschließenden Abstimmung sowie dem gemeinsamen Ausklang des Tages in einer angesagten Berliner Bar. Wir von Android Pit hatten natürlich auch ganz viel Spaß bei der Veranstaltung und sind auch ein klein wenig stolz darauf, dass wir der exklusive Medienpartner für OnePlus in Deutschland waren. In Europa gab es außer diesem Event in Berlin nämlich noch 6 weitere Veranstaltungen. Und fürs nächste Mal versprechen wir dann, dass wir auch für alle Begleiter ausreichend Sitzplätze zur Verfügung haben. Dieses Mal waren wir jedenfalls überwältigt von dem Ansturm davon, wie viele Leute ihr noch mitgebracht habt und wie die ebenfalls begeistert von der Thematik waren und wie gut die Stimmung insgesamt war.